Ich bin Charlotte und studiere hier an der Uni Leipzig. Eigentlich dachte ich ja, dass der Stress nach dem Abi erstmal überstanden wäre. Aber die ersten Tage im Studium waren sehr aufregend. Inzwischen habe ich viele Fragen, für die ich mir jetzt mal die Antworten suche. Heute besuche ich die Studienfachberatung und den Fachschaftsrat. Beim letzten Mal war ich im Studentenservicezentrum. Dort hatte ich von Frau Ratter die Empfehlung bekommen, mich über Spezialisierungsmöglichkeiten meines Studiums zu informieren. Genau dazu lasse ich mich jetzt von meinem Prof beraten. Sein Büro liegt ganz in der Nähe meiner Vorlesungsräume. Der Professor erzählt mir, zu welchen Fragen er uns Studenten eigentlich Rede und Antwort stehen kann. Also einerseits kommen viele Studenten, die ein Studium aufnehmen wollen, also vor Studienbeginn. Dort beziehen sich die Fragen auf Aufnahmebedingungen, Chancen, Bewerbungsablauf, aber auch Studieninhalte, Fächerkombinationsmöglichkeiten und Prüfungsmodalitäten. Die zweite Gruppe der Studenten sind die Studierenden, die schon ein Studium bei uns aufgenommen haben. Und dort richten sich die Fragen dann auf Details der Studienorganisation. Also wann werden Prüfungen gestellt, wie werden Prüfungen gestellt, müssen Prüfungen bestanden werden, können sie wiederholt werden, wie oft können sie wiederholt werden, was sind Studienangebote aus anderen Fakultäten, die angerechnet werden und Ähnliches. Mein Professor gibt mir außerdem den Tipp, mich mal mit dem Fachschaftsrat in Verbindung zu setzen. Der besteht aus Studenten höherer Semester, die im Studium natürlich schon einiges an Erfahrung gesammelt haben. Deswegen treffe ich mich jetzt mit Stefan, der mir gleich erklärt, wobei der Fachschaftsrat so helfen kann. Wie das Studium überhaupt läuft, wie kann man sich das am besten planen, wann belege ich welches Modul, was sind überhaupt Module. Dann gucken die an die Studienordnung rein, Prüfungsordnung, um sich selber schon zu informieren. Bloß ist das natürlich für jemanden, der davon noch nichts gehört hat, relativ schwierig, sich da zurechtzufinden. Und insofern kommen da sehr viele Anfragen, was erstmal den Studienablauf betrifft. Naja, und dann kommen Studenten zu uns, wenn sie schon eine Weile studiert haben, jetzt das erste Semester rum ist. Wie funktionieren die Prüfungen? Habt ihr alte Klausuren? Wie sind denn so eure Erfahrungen mit den Professoren? Also eigentlich kann man mit allen Fragen, aber eben auch Klagen zum Fachschaftsrat kommen. Und der beantwortet das dann nach bestem Wissen und Gewissen. Außerdem empfiehlt er mir, mal über ein Semester im Ausland nachzudenken. Und genau darüber werde ich mich das nächste Mal im Akademischen Auslandsamt erkundigen.